Guten Abend und ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Joy Jakob. Ich bin in den kommenden 60 Minuten Ihre Moderatorin und ich freue mich, dass Sie an Ihrem PC, Mac, Smartphone und Tablet mit dabei sind. Es mag seltsam klingen, doch aktuell ist viel Geld unterwegs. Obwohl die Not vieler Menschen zu diesen Zeiten groß ist und viele Unternehmen Gefahr laufen, an der aktuellen Situation zugrunde zu gehen. Wirft man einen Blick darauf, wie viel Geld seit Anfang 2020 auf Knopfdruck erzeugt wurde, kommt man nicht umhin, von einer Geldschwemme zu sprechen. Doch viele Anleger beschäftigen sich momentan nicht nur mit diesem Thema, sondern auch mit Kryptowährungen. Der Bitcoin hat die 50.000er-Marke geknackt und scheint nicht mehr zu bremsen. Wie können Sie als Anleger die aktuelle Situation besser einschätzen und welche Analyse ist die bessere? Diese und weitere Fragen möchten wir in unserem heutigen Finanzen-Netzseminar beantworten. Ein Expertenquartett analysiert für uns heute Abend die aktuelle Situation an der Börse. Und verehrte Zuschauer, mit dabei sind selbstverständlich auch wieder echte Experten. Hier an der Zahl, ich begrüße ganz herzlich Volker Meinl, Egmont Heidt, Rüdiger Born und Harald Weigand. Hallo und willkommen in diesem Finanzen-Netzseminar. Hallo, grüß dich, Frau Jakob. Meine Herren, ich freue Hola. mich natürlich schon sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Stellen Sie sich uns doch bitte ganz kurz vor. Herr Meinl, möchten Sie beginnen? Ja, ich beginne gerne. Und wenn Sie vom Quartett reden an Experten, dann ziehe ich mal einen ab. Ich bin hier nur der Moderator heute in den nächsten Minuten. Die Experten, die sehen Sie ja, oben zum Beispiel den Egmont Heidt, den Rüdiger Born oder auch den Harald Weigand, der leider aus technischen Gründen hier nicht zu sehen ist. Aber ich kann Ihnen sagen, es sieht gut aus. Es ist nicht so, dass er irgendwie nicht rasiert ist oder sonst was. Er kann sich nur aus technischen Gründen heute nicht zeigen. Er ist Die aber Stimme aus auch dem wirklich Off. dabei. Und ich stimme aus dem Off. Und die Stimme aus dem Off will ich eigentlich als erstes begrüßen. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Harald Weigand. Servus, Harry. Ja, guten Abend. Grüßt euch alle zusammen. Ich freue mich. Wir haben einiges zu bieten. Es gibt viele Themen, die Ja. derzeit die Märkte bewegen. Darf ich noch mal ganz kurz reinspringen? Ja, Dann würde ich Ihnen absolut. nämlich das Wort komplett übergeben, Herr Meinl. Und zwar möchte ich unsere Zuschauer noch darauf hinweisen, dass wir einen Webinar-Chat haben. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns jederzeit über die Chat-Funktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und dann unsere Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Und jetzt dürfen Sie gerne einsteigen, meine Herren. Genau, Frau Jakob. Die Handynummer lautet 01. Okay, das lassen wir lieber. Ich habe gesagt, wir fangen mit Harry an, weil Harry Weigand, wir sind heute, das ist eine Premiere, was Sie jetzt erleben, die nächsten Minuten. Das gab es noch nie, denn die drei Experten, die heute da sind, sind alle jede Woche bei BNP Paribas, die Experten. Denn Harry Weigand fängt an mit Rendezvous mit Harry jeden Montag seit 7 Jahren mit der charttechnischen Sendung 19 Uhr. Dienstags folgt dann Egmont und damit begrüße ich auch Egmont Heidt mit euer Egmont. Servus Egmont. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Volker. Hallo in die Runde. Ja, und Egmont Heidt macht jeden Dienstag die Fundamentalanalyse. Deshalb ganz spannend heute. Wir haben ja hier gesagt, wir reden heute nicht nur über Charttechnik, sondern auch über Fundamentalanalyse. Und ein weiterer Charttechniker im edukativen Bereich hier bei BNP Paribas jeden Mittwoch, die Born Akademie und dahinter natürlich Born, Rüdiger Born. Servus, Rüdiger. Hallo allerseits, schön, dass ihr da seid und natürlich auch hallo an dich, Volker, und an euch anderen beiden noch. Ja, schön. Und jetzt legen wir gleich los, denn wir haben nicht viel Zeit und wir haben viele Themen. Und ich fange mit dir an, Egmont, denn Egmont, es steht mal wieder ein Hilfsprogramm an. Diese Woche soll es kommen und wir reden hier über, ja, exorbitant, ich glaube, es was 2 Billionen US-Dollar, die kommen und die abgesegnet werden sollen. Wird es denn abgesegnet? Gibt es da noch eine Unsicherheit, Egmont, diese Woche? Ja, guten Abend nochmal, meine Damen und Herren. Am kommenden Freitag wird ja die Abstimmung im Repräsentantenhaus sein. Und zwar ist die Mehrheit der Demokraten relativ gering im Repräsentantenhaus, aber sie haben doch die Mehrheit. In diesem Sinne gehe ich davon aus, dass es durch das
Repräsentantenhaus eigentlich problemlos durchkommt. Und die spannende Sache wird dann einfach in den folgenden Wochen sein, Anfang März, wenn es dann in den Senat kommt, wo wir eigentlich einen Gleichstand haben zwischen Demokraten und Republikanern und wo dann Kamala Harris, die Stellvertreterin von Joe Biden, die ausschlaggebende Stimme dann quasi gibt. Und dann muss man einfach sehen, ob dann das Programm durchkommt. Ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass es im völligen Umfang durchkommt, weil so Sachen wie 15 Dollar Mindestlohn und so auf erbitterten Widerstand der Republikaner stößt. Und dementsprechend sehe ich da schon Risiken, dass das Programm vielleicht ein paar hundert Milliarden, vielleicht 1,5 Billionen nur erreichen wird, etwas kleiner sein wird als erwartet. Frau Jakob, können Sie mir vielleicht bitte den Bildschirm geben? Edmund, das sind ja sehr gerne. Das sind ja exorbitante Summen, Egmont, über die wir hier reden. Man kann das ja als Normalo eigentlich gar nicht mehr richtig vorstellen. Man kann natürlich sagen, es ist toll, wenn es durchgewunken wird und wir haben hier 2 Billionen Dollar mehr. Aber du siehst das ja durchaus extremst skeptisch, oder Egmont? Genau, das Entscheidende ist natürlich, dass davon die ganze Börsenfantasie oder ein wichtiger Teil der Börsenfantasie beruht. Immer neue Liquiditätsspritzen durch den Staat. Damit soll die Wirtschaft angekurbelt werden und dementsprechend wird natürlich die Inflation, die Wirtschaft angeheizt, die Inflation kräftig angeheizt und dementsprechend darauf beruhen eigentlich viele Börsentrades, die wir aktuell sehen. Und das versuche ich eigentlich auch jede Woche in der Sendung zu analysieren. Vielleicht sage ich kurz was zur Sendung, euer Egmont. Wie gesagt, jede Woche um 18 Uhr bei BNP Paribas. Und da sehen Sie noch ein paar verschiedene Sachen, wo man die Sendung auch sehen kann oder hören kann, zum Beispiel auf Spotify. Der Ziel der Sendung ist es eigentlich zu zeigen, dass man mit Fundamentalanalyse, also mit Analyse von Daten und Kennzahlen beim Traden und Investieren erfolgreich sein kann. Und ich versuche dann eigentlich immer den Teilnehmern der Sendung aufzuzeigen, dass sie eine Top-Down-Analyse machen sollten oder dass das üblicherweise die institutionellen Investoren machen, um erfolgreich zu sein. Also man guckt, was machen die Notenbanken, wie viel Geld drucke ich, erhöhe ich die Zinsen, senke ich die Zinsen, was machen die jeweiligen Regierungen, sprich Joe Biden ein neues Konjunkturprogramm, ein neues Infrastrukturprogramm, ein neues Programm zum Umbau der US-Energieversorgung jeweils Billionen durch die Wirtschaft jeweils angekurbelt wird. Wie reagiert die Wirtschaft darauf? Wirtschaftswachstum wird natürlich schneller, Inflation wird angeheizt. Und all diese Sachen haben dann Folgen für den Anleihenmarkt. Für den Anleihenmarkt, sprich die Zinsen steigen oder sie fallen. Das muss ich beim Traden unbedingt berücksichtigen, weil es natürlich Auswirkungen hat, gerade auf die verschiedenen DAX-Aktien, ob die Zinsen steigen in den USA oder nicht. Dann die Währungsseite. Die Währungsseite muss ich mir genau anschauen. Steigt der Dollar, fällt der Dollar? Und das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die DAX-Unternehmen. Und der dritte Punkt, die Rohstoffe. Steigt der Ölpreis, fällt der Ölpreis? Auch das hat natürlich massive Einflussfaktoren. Und wenn ich all diese Sachen richtig einschätze, wenn ich das richtige Szenario habe für den Anleihenmarkt, für den Währungsmarkt und den Rohstoffmarkt, diese drei Sachen, und dann passe ich am Schluss die Aktien rein und dann bin ich erfolgreich beim Traden. Das ist das Entscheidende. Das versuche ich eigentlich jede Woche in der Sendung aufzuzeigen. Und jetzt hört man ja oft bei den Massenmedien, ich mache es ganz kurz, die Massenmedien sprechen immer davon über den Erfolg der US-Wirtschaft, dass die stärker zum Beispiel stärker wächst als die der Eurozone oder weniger schrumpft als die der Eurozone. Und was dann die Massenmedien allerdings vergessen, häufig Bloomberg, CNBC und so weiter, vergessen zu erwähnen, dass dieses gewaltige oder dieses bessere Wirtschaftswachstum in den USA allein auf einer massiven Schuldenexplosion beruht. Ich zeige Ihnen hier die jüngsten Zahlen, 27,9 Billionen Dollar Schulden, rekordhoch, also immer neue Schuldenberge. Und Folge auf 130% der jährlichen Wirtschaftsleistung ist es gestiegen. Ich möchte nochmal daran erinnern, im vergangenen Jahr gab es in den USA Konjunkturprogramme im Volumen von 3 Billionen Dollar, das sind ungefähr 15% der jährlichen Wirtschaftsleistung. 15%, und dann ist Ihnen klar, warum die US-Wirtschaft einfach besser gelaufen ist als die der Eurozone. Und dann will ich Ihnen nochmal zeigen, dass der US-Arbeitsmarkt bei weitem nicht so gut ist oder nicht so gut in Schwung ist, wie viele Experten behaupten. Gucken Sie mal an die Zahlen für Januar. Angeblich sind im Januar die Zahl der Arbeitslosen auf 10,1 Millionen gesunken und die Arbeitslosenquote auf 6,3%. Also diese Zahlen werden ja immer in den Medien überall verbreitet. Und ich zeige allerdings jede Woche in der Sendung, jeden Dienstag, wie die tatsächliche Zahl, meiner Meinung nach die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen ist. Nämlich die Zahl der Empfänger von Arbeitslosenunterstützung ist in der Woche vom 30. Januar auf den 6. Februar um 700.000 auf 19,0 Millionen gestiegen. 19,0 Millionen. Und das ist für mich die tatsächliche Arbeitslosenzahl. Wenn 19 Millionen Arbeitslose jede Woche Arbeitslosenunterstützung bekommen, dementsprechend ist die Arbeitslosenquote
bei 11,9%. Nicht die 6,3%, die sie offiziell ausgewiesen sind, sondern fast 12%, sprich doppelt so hoch. Und dann ist ihnen klar, warum ein Konjunkturprogramm das nächste in den USA jagt. Und das ist von der Biden-Ära zu erwarten. Auch das nochmal. Konjunkturprogramm 1,9 Billionen soll jetzt möglichst schnell verabschiedet werden. Warum? Weil das aktuell laufende Programm Mitte März auslaufen wird. Und dann muss es einfach nahtlos weitergehen mit dem nächsten Konjunkturprogramm. Dann ein Infrastrukturprogramm, hat Biden gesagt, lässt er arbeiten, mindestens 1 Billion plus ein Programm zum Aufbau der Energieversorgung, mindestens 2 Billionen. Also der Staat pumpt Billionen von Billionen in die Wirtschaft rein. Folge. Also, aber Eckmuck, man könnte ja einwerfen, das hat der Staat ja schon immer getan. Die Amerikaner sind bekannt dafür, dass sie enorme Verschuldung haben. Jetzt steigt sie halt noch ein bisschen höher, aber mit den absoluten Zahlen kann man ja teilweise nichts mehr anfangen. Da könnte man ja einwerfen, so what? Schieß Geld rein, wo ist das Problem? Wo ist das Problem, dass wir einfach im Moment das stärkste Geldmengenwachstum aller Zeiten haben, weil der Staat die gewaltigsten, die mit weitem Abstand größten Konjunkturprogramme aller Zeiten verabschiedet hat. Dementsprechend ist die Haushaltsneuverschuldung viel größer als jemals zuvor, erreicht die Niveaus wie letztmals im Zweiten Weltkrieg. Folge, die Geldmenge in den USA schießt nach oben, Geldmenge M1 zuletzt auf 6,8 Billionen Dollar nach oben geschossen. Vor einem Jahr waren wir bei 4 Billionen. 4 Billionen, jetzt gucken Sie mal an. Aktuell wächst die Geldmenge M1 in den USA um rund 70%. Hier sehen Sie 70%. Letzte Woche, vor 2 Wochen waren wir bei 75%. Normalerweise in Krisenzeiten, in absoluten Krisenzeiten, gäbe es maximal so um 20% nach oben. Das heißt, durch diese ganzen Konjunkturprogramme, die Sie haben, plus das massive Gelddrucken der Fed, die Fed hat ja gesagt, wir drucken weiterhin mindestens 120 Milliarden Dollar pro Monat, habe ich einfach eine gewaltige Geldschwemme. Und das ist der entscheidende Faktor, meiner Meinung nach, der mit weitem Abstand entscheidende Faktor für die Börse, für diesen Auftrieb an den Börsen, für diesen Höhenflug. Folge dieser gewaltigen Geldschwemme. Die Inflationserwartungen schießen nach oben, da sind wir im Moment bei knapp 2%. Im März vergangenen Jahres waren wir noch so bei 0,9%. Das heißt, jeder Investor weiß jetzt, okay, durch diese ganzen Konjunkturprogramme in den USA plus das massive Gelddrucken kommt jetzt eine enorme Inflation auf uns zu. Folge und ja, Sie merken schon, Egmont redet sich schon richtig ganz schön warm, aber wir haben ja hier noch andere Teilnehmer. Egmont, die müssen wir auch mal rankommen lassen. Herr Rüdiger, diese Zahlen, die eben Egmont so präsentiert hat, jetzt könnte ich mal provokant sagen, die interessieren dich überhaupt nicht, weil du auf den Charts guckst und die Chart ist entweder gut oder schlecht. Ist das so? Grundsätzlich ja, vielleicht ein kleiner Hinweis. Ich lebe ja eigentlich in Japan, in Tokio. Und in Japan ist das ja durchaus bekannt, eine hohe Staatsverschuldung. Und trotzdem oder gerade deshalb ist aktuell der Markt ja noch nach oben geschossen, weil Kuroda, der Notenbankpräsident, dort gesagt hat, ab jetzt wird in Aktien investiert und die ganzen Pensionsfonds kaufen jetzt oder die Rentenversicherung sozusagen kauft jetzt hier eben da entsprechend. Aber du hast es richtig angedeutet, ich bin eigentlich der Charttechniker. Das heißt, ich sehe das mit Interesse. Aber für meine Handelsentscheidung ist das gar nicht so unbedingt wichtig, denn ich orientiere mich da eher darauf, wie reagiert der Markt auf sowas. Indirekt ist es natürlich schon ein Einfluss, der von der fundamentalen Seite kommt, das ist gar keine Frage. Aber bevor ich jetzt rate, ist das jetzt eine gute Nachricht oder ist das doch vielleicht schwierig, gucke ich, was machen denn die anderen Marktteilnehmer? Und wenn die in Panik geraten, sage ich, okay, Abwärtsseite, ich muss absichern oder gehe vielleicht aktiv sogar short. Oder wenn die begeistert sind und sagen, solange Geld gedruckt wird, kann der Markt doch nur nach oben gehen, sieht man das ja im Chart und man hat dann die Möglichkeit, da eben reinzugehen. Was ich wichtig finde in dem Zusammenhang, so schön das ist auch mit der fundamentalen Technik, die Charttechnik erlaubt es mir, das Ganze quantifizierbar zu machen. Das heißt, dann auch zu überlegen, wie setze ich meine Stops oder meine Absicherung? Wie viele Stücke kann ich da handeln? Denn wir haben immer wieder Beispiele auch gesehen, wenn dann mal was schief läuft in der gesamten Volkswirtschaft beispielsweise oder mit einzelnen Aktientiteln, wo vielleicht wegen Betrug oder wegen irgendeinem Missmanagement oder sonst irgendwie einer Blase vielleicht was dann platzt, dass es ganz heftig nach unten gehen kann. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, auch am Chart ein bisschen zu gucken, ab wann ziehe ich die Reißleine, weil das nicht mehr das Bild unterstützt, was vielleicht die Fundamentaldaten sogar vorgeben. Ja, Harry, der Mann ohne Gesicht, darf jetzt auch mal zu Wort kommen. Harry, jeden Montag analysieren wir die Märkte, nicht nur DAX, DAO, alles Rohstoffe, Währung und so weiter. Und dennoch reden wir auch immer wieder auch über den einen oder anderen volkswirtschaftlichen Daten. Wie wichtig ist das für dich, auch das, was Egmont zum Beispiel gerade eben sagte, Harry?
Das ist schon sehr wichtig. Vielleicht kann Joy meinen Bildschirm gerade mal zeigen. Das ist schon wichtig für mich, weil ich ein sehr interessierter Mensch bin und die Hintergründe eben auch verstehen möchte. Auf der anderen Seite sollte man meines Erachtens sich von bestimmten Daten, gerade so die Angabe der Schuldenentwicklung in absoluten Zahlen, nicht, jetzt muss ich mal gucken, ob mein Bildschirm, ob das klappt. Welchen Bildschirm seht ihr? Ach, ihr seht meinen. Ja, also das hat nicht hier vier Charts. Wunderbar, wunderbar. Und, genau. Genau, man sollte sich davon nicht verrückt machen lassen, meines Erachtens, weil gerade was diese Thematik der Entwicklung der Staatsverschuldung im Grunde genommen schon seit 2 Jahrzehnten nahezu tagtäglich von Crash-Experten dieses Thema erörtert wird, dieses Thema, das sehr wichtig ist. Aber seit 2 Jahrzehnten steigen die Märkte letzten Endes, ja, das ist Fakt. Und wir als Anleger versuchen nun mal von den Preisentwicklungen an den Märkten zu partizipieren. Das ist für mich entscheidend. Und ich sehe im Chart die Fährten, die... Moment, sehen wir gerade momentan die Startseite. Bitte? Ari, vielleicht können wir gleich auch mal hier den S&P aufzeigen, weil wir haben in den über Amerika gerade geredet. Dann nehmen wir ein konkretes Beispiel. Und am besten am S&P 500. Genau. Und sehen mal, ob die Lage vom Chart her ähnlich dramatisch vielleicht aussieht oder wie ist deine Meinung? Nee, meines Erachtens, das ist es nämlich. Wir sehen hier mit jeder Aktion, mit jedem Tag, die kumuliert gesehen von allen Marktteilnehmern, seines Fonds, Pensionskassen, Hedgefonds, Privatanleger, CTAs, von Unternehmen, die sich abhedgen gegen bestimmte Risiken, sehen wir kumuliert gesehen alle Transaktionen. Und diese Transaktionen, die ergeben letztendlich die Kurse an den Märkten. Und an den Charts lässt sich ablesen, ob ein Trend, im Moment sind es Aufwärtstrends, intakt sind, ob ein Trend intakt ist, ob er stabil ist. Und anhand der Kursmuster, die sich innerhalb eines solchen Trends ergeben, lässt sich auch ablesen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich der Trend fortsetzt. Und es lassen sich sogar, das ist jetzt für unsere Vorgehensweise sehr wichtig, Projektionsziele derzeit eben nach oben ermitteln. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, Harry, hier, wenn man den S&P anschaut. Egmont, das dürfte dich doch beruhigen, oder? Wenn man diesen Chartverlauf anschaut, oder? Du bist stumm, Egmont, man hört dich nicht. Du bist ja, stumm. Entschuldigung, ich war ein bisschen zu langsam, Entschuldigung. Eigentlich bist du nie dumm, aber diesmal bist du stumm. Ja, ganz komisch. Ja. Genau. Ich sage ja immer, es gibt drei Faktoren, die den Markt nach oben treiben. Einmal die Konjunkturprogramme in den USA, die Wirtschaft beflügeln, absolut positiv. Dann die Impfkampagnen, die weltweit laufen, wodurch sich auch die Perspektiven für die Weltwirtschaft aufhellen. Und dann haben wir natürlich den negativen Faktor, dass wir eine enorm hohe Bewertung haben, dass S&P 500 und DAX enorm hoch bewertet sind. Wenn man guckt, KGV 22 zum Beispiel beim S&P 500 oder wenn man zum Beispiel guckt, das Kursumsatzverhältnis beim S&P bei 2,9. Der langfristige Schnitt ist so zwischen 1,0 und 1,5, also quasi doppelt so hoch bewertet wie sonst. Allerdings schauen dann in die Investoren in die Phasen, gerade wo der Markt mal 3 oder 5% korrigiert, sagen die sich, okay, im Notfall ist die Fed einfach da. Wir haben jetzt den Powell Put, der wird im Zweifelsfall eingreifen, wenn die Märkte nach unten gehen und er treibt den Markt wieder nach oben. Und das ist das Thema, das einfach alles überlagert und deswegen fundamental hohe Bewertung, aber einfach wenn die Märkte durch diese Liquidität geflutet werden, sage ich oft in der Sendung, dann dürfte es weiter nach oben gehen. Bitte. Ja, hohe Bewertung, Rüdiger, KGV 22, da lacht doch der Japaner, oder? Du hast eben auch erwähnt, du lebst halb in Tokio, halb in Frankfurt und in Japan kennt man doch schon exorbitant hohe KGVs, das ist doch 22 gar nichts, oder? Ja, gerade aktuell, wobei ich gestehen muss, auf die KGVs gucke ich selber persönlich gar nicht, weil das ist ja schon fast wieder fundamental.
Aber tatsächlich hast du recht, da sind da schon ganz andere Werte gesehen worden. Aber ja, in der Tat, also aus meiner Sicht, und das zeigen eben die Charts, die Märkte, die pushen eben nach oben und es gibt Versuche nach unten. Es gibt schon ein paar Sachen, die charttechnisch doof aussehen. Die zeigen, dass nicht einfach alles hingenommen wird. Zum Beispiel die Aufwärtsbewegung, wir haben es eben beim S&P gesehen, Harry, wenn du magst, machst den Chart nochmal an. Aber dann hat man gesehen, ruhig auf Tagesbasis so ein bisschen, dass wir doch Rücksetzer aktuell immer wieder haben, die zeigen, dass die Leute nicht alles irgendwie hinnehmen. Also ein richtig toller Markt, der sieht durchaus auch nochmal anders aus. Deshalb habe ich so ein bisschen das Gefühl, obwohl ich eigentlich generell bullisch eingestellt bin, auch charttechnisch durchaus bullisch noch Chancen nach oben sehe, aber so ein bisschen mehr Rücksetzer täte dem Markt gut und offensichtlich ruft er danach. Aber es ist noch null echte Anzeichen oder jetzt im kurzfristigen, für, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen Trader und Anleger, da gibt es schon mal so ein bisschen erste Anzeichen, dass man sagt, ah, wollen wir noch mal ein bisschen runterdrücken, das kann man charttechnisch noch sehen oder schon sehen, aber insgesamt muss man sagen, ist der Markt noch alles andere als auf Panikmodus oder massiv jetzt shorten oder Gewinne mitnehmen oder sowas. Das lässt sich hier in dieser Zeitebene beispielsweise noch überhaupt nicht erkennen. Ja, jetzt hatten wir Rüdiger den Harry unterbrochen. Er war gerade so schön am Plaudern, sorry. Aber wir haben natürlich hier bei diesem Webinar heute nicht so viel Zeit wie sonst. Also Sie können jeden Montag Rendezvous mit Harry 19 Uhr wieder am kommenden Montag, mit Special Guest sogar, Cordula Lukas. Aber deshalb müssen wir hier ein bisschen Gas geben. Harry, es sieht, könnte der Markt einen Rücksetzer, wie Rüdiger eben gesagt hat, brauchen oder wäre gerade das fatal im Moment? Für die technische Marktanalyse ist es letztendlich so, dass man möglichst viele Puzzlesteinchen, Informationspuzzlesteinchen bewertet, die Einfluss auf die Kurs Stellung der großen Indizes haben. Und ich denke, zu einem Thema werden wir, das hat Edmond vorhin auch schon angesprochen, werden wir auf jeden Fall nochmal kommen. Das ist die Entwicklung der Renditen in den USA, aber auch in Europa mittlerweile. Die schnellen deutlich nach oben. Und das Ganze, die Finanzmärkte, das ist ja alles miteinander verzahnt. Ja, steigende Renditen wiederum bedeuten für den Goldpreis, aus diesem Grund rutscht der Goldpreis heute zum Beispiel auch wieder deutlich ab, dass ja eben ein Abwärtsdruck für den Goldpreis. Wir sehen heute eine ganz spezielle Entwicklung hier in dem Währungspaar Euro gegenüber US-Dollar. Da bin ich vorhin auch long gegangen, habe eine Position aufgebaut, habe Euro gekauft und damit den US-Dollar verkauft, auf eine US-Dollar-Abwertung gesetzt. Und was bedeutet das, diese US-Dollar-Abwertung, die voraussichtliche Einfluss auf die Rohstoffpreisentwicklung? Also wenn wir uns die Industriemetallpreise anschauen, Nickel, Kupfer, Aluminium, Eisenerz, das sehen wir unter anderem aufgrund der US-Dollar-Abwertung der letzten Monate steigende Kurse. Und natürlich spielt da auch eine Rolle die aufstrebende Wirtschaftsmacht China. Bei vielen Industriemetallen sorgen die Chinesen für eine Abnahme von gut 50% des Weltangebots. Und das spielt natürlich da auch rein. Wir haben so viele Themen. Ihr merkt es. Wir haben Schwierigkeiten, uns für etwas zu entscheiden. Ich gehe einfach mal auf den DAX. Ganz obligatorisch haben wir den in der Sendung. Ich habe deshalb eingangs das kurz hier, eingangs jetzt meiner Sprechzeit hier kurz aufgezeigt. Immer montags von 19 bis 20 Uhr. Die technische Marktbesprechung. Immer ein Update jede Woche montags. Und genau. Das ist kostenlos, da müssen Sie sich lediglich einmal mit Ihrer E-Mail-Adresse hier eintragen und dann können Sie jeden Montag teilnehmen. Und obligatorisch ist da eben der DAX. Heute ein Minus von rund, ich sage jetzt rund, weil im Moment laufen natürlich nachbörslich die Emittententaxen. Ich stelle das mal geschwind ein auf Xetra. Das ist der Cash-Index. Geschlossen hat der DAX bei 13.879,33 Punkten. Es ist ein Minus von 0,69%. Und den schauen wir uns, den Deutschen Leitindex, zu Beginn der Sendung immer an. Und da sehen wir Folgendes. Wir beginnen immer mit dem etwas größeren Zeitfenster,
die letzten Jahre, was war da wichtig, und da wir uns hier mit begrenzten zeitlichen Ressourcen ja etwas schneller fortbewegen, so wie in einer Kochsendung die Speise relativ schnell gereicht wird und nur noch das Dressing draufkommt, das Ganze etwas schneller, vereinfacht dargestellt. Aber die wesentlichen Punkte. Ich habe fast Hunger, also beeil dich bis Abendessen und so weiter. Ne? Also Gas geben, Harry. Und ja, also wir sehen hier ganz offensichtlich seit Ende 2017 eine Barriere im Markt. Die wurde mehrfach angelaufen bei 13.600 Punkten. Wir sehen hier Ende Februar vergangenen Jahres, kurz vor dem Corona-Ausbruch, als das hier in Europa auch einschlug, den Versuch hier anzusteigen, aber wieder an der Barriere gescheitert. Und der technische Status quo ist der, dass seit Ende vergangenen Jahres, seit Dezember, der DAX mit seinem Kursgeschehen diese sehr wichtige, sehr offensichtliche Chartmarke umspült. Einmal unten rum, ein Stück drüber, ein Stück drunter. Und noch haben wir hier keinen signifikanten nachhaltigen Ausbruch vorliegen. Noch kann man sagen, ist das hier ein neutraler Markt im Bereich dieser mehrjährigen Barriere. Aber es gibt durchaus bullische Indizien, die dafür sprechen, dass da bald etwas auch nach oben gehen könnte. Das ist zum einen die Art und Weise, wie diese Kursmuster sich hier entwickeln, diese Korrekturen. Das sind oft bullische Flaggen, die sich hier entwickelt haben. Dafür spricht auch, dass sich unterhalb dieser Barriere in den zurückliegenden Wochen so ein Impulsmuster, ein relativ angeordnetes V-Muster entwickelt hat, das in der Regel statistisch gesehen für mittelfristig steigende Kurse spricht. Und wir sehen, dass der EMA 50, den ich hier mit der Maus abfahre, blau dargestellt, Sie sehen das linksseitig in der Legende hier oben, das ist der EMA 50, dieser kleine Durchschnitt, der fängt bisher seit November etwaige Konsolidierungen und Korrekturen auf, auch jetzt vor zwei Handelstagen hier. Und der notiert jetzt bei 13.759 Punkten, fungiert als dynamische Unterstützung. Und wir arbeiten hier aber mit einem sogenannten Trigger. Im Moment sind wir nicht positioniert im DAX. Volker? Darf ich vielleicht mal dazwischen grätschen, Harry? Bemerkenswert finde ich jetzt aus fundamentaler Sicht, dass der Markt jetzt gerade in den vergangenen paar Tagen immer mal geschwächelt hat. Die Zinsen sind kräftig gestiegen, inzwischen 10-jährigen US-Anleihen bei 1,45%. Markt kommt dann unter Druck, durchaus mal 1,5%. Aber dann, so wie gestern die Rede von Paul und vorgestern auch vor dem Banken- und Finanzausschuss, er beruhigt die Märkte, und wenn er sagt, alles wird gut, dann ziehen die Märkte wieder deutlich nach oben. Und trotz auch wenn man die Korrektur heute sieht, 1% beim DAX plus minus, insgesamt sind wir dennoch nur 2,5% unter den Rekordhochs, sowohl beim DAX als auch beim S&P 500, obwohl, wenn man sich die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen angeschaut hat, seit Jahresanfang, die sind um ungefähr 45 Basispunkte gestiegen, also um ungefähr 50%, also eine gewaltige Bewegung am Anleihenmarkt, und trotzdem der DAX nur 2,5% unter dem Rekordhoch. Das finde ich bemerkenswert, und aus fundamentaler Sicht deutet es eher darauf hin, also so wie du auch sagst als Charttechniker, dass es eigentlich weiter nach oben gehen sollte. Ja, bitte. Zu den Renditen, Egmont, hattest du hier... Ganz kurz noch abzuschließen, Volker, dann gebe ich weiter zum DAX. Wir versuchen möglichst als aktive Anleger während solcher Seitwärtsphasen nicht verwundbar mit Positionen im Markt zu stehen. Wir versuchen vielmehr dann, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine solche Korrektur beendet werden kann und dass der nächste Trend im vorliegenden Fall Aufwärtsimpuls starten könnte, dann versuchen wir uns zu positionieren. Und hier haben wir es jetzt hier mit einem nachgeschalteten Widerstand zu tun. Bei 14.130 liegt er hier im Markt. 14.130 möchte ich geschwind mal hier einziehen. Und der muss überbrückt werden können. Da muss die Bullenherde, die Käufer, den Kurs drüber treiben können. Das ist meine Bedingung. Ein Anstieg über 14.131 Punkte eigentlich schon oder 14.150 triggert oder aktiviert aus charttechnischer Sicht prozyklisch ein Kaufsignal mit
Projektionsziel bei 14.850. Das ist so die, das Kaufsignal ist noch nicht da und wir warten. Wir warten geduldig, bis im DAX es da drüber geht. Ansonsten halten wir ja die Füße still, weil es kann durchaus auch hier ein Doppeltop entstehen. Erstes Top hier Anfang dieses Jahres, Anfang Januar und das zweite Top jetzt hier im Anfang Februar. Das kann man nicht ausschließen. Aus diesem Grund noch vorsichtig sein und abwarten, bis es hier drüber geht. Das ist so die abwarten. Vorgehen. Ja. Ja, Rüdiger, du weißt, du sitzt die ganze Zeit schon an, du willst eigentlich was sagen, aber der Harry, der lässt dich einfach nicht zu Wort kommen. Ja? Aber ich bin so gnädig, Rüdiger, bitte. Yes. Nein, was Harry gesagt hat, ist ja durchaus clever, was er sagt. Ich würde aber ein bisschen ergänzen, noch was dazu sagen. Frau Jakob, wenn Sie so lieb sind, mir den Chart kurz nicht zeigen lassen, dann will ich das bei mir noch mal kurz zeigen, denn per se bin ich da schon quasi d'accord, aber es gibt durchaus was, was man noch vielleicht ergänzend mit hinzufügen kann. Ich hoffe, ihr seht jetzt mein Chartfenster, dass ihr das so einigermaßen nachvollziehen könnt. Noch nicht, Rüdiger, noch sehen wir nichts. Noch seht ihr nichts? Doch, das ist doch. Ich sehe die Chart. Die vier. Ah, jetzt sehen wir schon was. Ja. Moment, ich muss das mal hier kurz wegmachen. Damit vorher haben wir nur deine Haarpracht gesehen, ja, die ganze Zeit, aber okay. Ja, ich stand stundenlang vor dem Spiegel. Nein, also Spaß beiseite. Was wir hier sehen, ihr seht jetzt, glaube ich, das Blaue dann noch am Rand. So, jetzt ist das weg. Der DAX, also Harry hat was Wichtiges gesagt, nämlich sowas wie Impulsbewegung. Und ich bin ja ein großer Anhänger der Wellentheorie sozusagen, der Elliott-Wellen. Und das muss man mögen oder nicht mögen, aber gerade das mit dieser impulsiven Bewegung, das Interessante ist, das gibt es auf unterschiedlichen Zeitebenen. Dann machen wir uns nichts vor. Ein paar von uns sind längerfristig orientiert. Die sagen, der ganze Schnickschnack geht ein bisschen hin und her, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will jetzt hier investieren und dann da tapfer drin sein. Und einige von uns, die jetzt hier heute Abend mit dabei sind, kann ich mir vorstellen, die sitzen daneben und sagen, langfristig bis zum Ende der Woche, wirklich, so lange soll ich mich festlegen. Also das ist sehr unterschiedlich. Das Spannende ist aber, dass gerade jetzt beim DAX das auf verschiedenen Zeiten auch wirklich zu sehen ist. Und wir hatten das eben gerade, Harry hat es gezeigt, so auf Tagesbasis kommt man das schön sehen. Ich zeige das hier mal so klein im Vergleich. Das ist alles der DAX. Alles der Index in dem Fall konkret, aber auf verschiedenen Zeitebenen. Hier oben also das, was Harry angesprochen hat, so diese mögliche Doppeltop-Bildung beispielsweise. Wir sehen, aber wenn wir hier so im Stundenchart so das letzte Mal angucken, nochmal diese ziemlich deutliche Bewegung nach oben und das eben klar wackelige. Ich sage das immer, klingt unfachmännisch, aber es ist am einfachsten zu nachvollziehbar. Die starke Bewegungsrichtung, die finde ich immer die coole, weil das ist das, was der Markt, wo die Marktteilnehmer sagen, ah, das ist es, das will ich jetzt sehen. Und das andere ist, ja, aber vielleicht doch ein bisschen runter, aber da ist keine Power dahinter. Das heißt, die Power ist immer noch nach oben, aber eben nicht nach unten. Im Gegenteil, nach unten ist das so ein bisschen, ja, sollen wir verkaufen? Ja, aber nicht so richtig. Also das ist ein gutes Zeichen eben tatsächlich für den Markt. Und Harry hatte das gesagt, Stichwort Trigger, ich liebe sowas, ich mag das. Ich würde sogar gar nicht bis dahin warten. Theoretisch war hier nämlich schon ein Trigger, nämlich vereinfacht gesprochen, so das letzte Zwischenhoch. Ich kläre das jetzt mal rein, wer sowas detaillierter sehen will. Jetzt sage ich das auch mal immer mittwochsabends 18:30 in der BNP Paribas Born Akademie. Da kann man das dann stundenlang mitverfolgen, wenn man möchte, jeden Mittwoch. So, und jetzt der Witz ist aber, wenn ich das Ganze hier nochmal unter der Lupe angucke, das, was wir hier hinten haben, das ist das, was wir hier haben. Und da sind wir wieder, genauso wie hier, vorne sehr dynamisch unterwegs. Und hier hinten auf der kleineren Ebene. Also das, was wir jetzt, also die da hinten habe ich jetzt dazu erfunden, die müssen nicht unbedingt kommen. Aber wir sehen, die starke Seite, die ist im Moment beim DAX vorzugsweise nach oben. Und er kommt immer wieder runter. Aber die Marktteilnehmer nutzen das nicht für irgendwelche Panik oder Sorgen und Ängste, sondern das ist eher so, ja, aber richtig verkaufen will ich noch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Und dementsprechend kann man, für die Intraday-Händler oder die, die sagen, naja, es darf ruhig ein paar Tage liegen in meinem Depot, auch auf den kleineren Ebenen genau dieses Bild bestätigt sehen. Und das liebe ich besonders, weil dann kann ich vom kleinen Bild auch ins Große handeln. Ja, manchmal sieht man was im Großen, da ist das Feintuning schwer, manchmal sieht man es im Kleinen, aber da sind die Ziele halt nicht so weit gelaufen. Hier sieht man es eigentlich schön in der Kombination. Ja, Sie merken schon, der Rüdiger Born, der kann nicht nur viel
reden und gut reden. Er gestikuliert auch kräftig. Aber eins, Rüdiger, sei dir gesagt, wenn du mit deinem Finger auf den Chart zeigst, dann können wir das hier nicht sehen. Also vielleicht nutzt du die Maus das nächste Mal. Tut mir leid, ja, ich bin total begeistert. Man merkt, Egmont, wir haben viel über die Renditen geredet. Ich weiß nicht, ob du einen Chart vorbereitet hast, wo man mal sieht, wie sich die Rendite gerade hier entwickelt, weil das scheint ja schon ein eher dramatisches Bild zu sein. Wenn nicht, dann kann man eventuell da auch ein bisschen mal drüber reden, weil das ja doch ausschlaggebend auch für die ganzen Märkte sind. Ich habe jetzt leider keinen Chart zur Rendite vorbereitet, aber den kann vielleicht Rüdiger zeigen oder der Harry vielleicht. Das ist ja auch über kein Problem, findet man auch im kein Internet. Kein Problem, aber Egmont, wir bleiben bei dir, denn das Thema. Sagen, ich kann es gerne verbal. Wir waren am Jahresende, Ende vergangenen Jahres, waren wir bei 91 Basispunkten, also 0,91% bei den Zinsen für 10-jährige US-Anleihen. Und das ist ja für fundamental orientierte Anleger wie mich oder wie viele institutionelle Investoren, die, also sprich Finanzprofis, die von der fundamentalen Seite an den Markt rangehen, ist das der mit weitem Abstand wichtigste Signalgeber für Investitionen auch am Aktienmarkt und so weiter. Und da waren wir bei 91 Basispunkten am Jahresanfang und heute waren wir schon bei 1,45. Das heißt, ein Anstieg um 55 Basispunkte ungefähr, 55 Basispunkte in nicht einmal 2 Monaten. Also ein Zinsanstieg um mehr als 50% in weniger als 2 Monaten. Also das ist eine gewaltige, gewaltige Bewegung. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Wenn Sie mal gucken, das Rekordtief waren wir Anfang September bei 0,5%. 0,5% bei den 10-jährigen US-Anleihen. Und jetzt sind wir bei fast 1,5%. Das heißt eine Verdreifachung, also ein Anstieg um 200%, eine gewaltige Bewegung. Das wäre das Gleiche, wenn die Zinsen von, was weiß ich, 5% auf 15% steigen würden. Das wäre das Allergleiche. Und jetzt gehen wir von 0,5 auf 1,5%. Und das sorgt für Turbulenzen. Und vielleicht Entschuldigung, Frau Jakob, mir nochmal kurz den Bildschirm, damit ich nochmal kurz was zeige, bitte. Frau Jakob, vielen Dank. Und warum ist dieses jetzt wichtig, warum man das immer sich angucken muss? Also hier nochmal der starke Inflationsanstieg, der Inflationserwartung, der zu dem starken Zinsanstieg führt. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm gut sehen. Und die Folge weltweit, ja. Weltweit läuft der sogenannte Reflationstrade. Ich weiß nicht, das haben Sie bestimmt in vielen vielleicht Zeitschriften oder so gelesen oder Zeitungen. Reflation bedeutet steigende Inflationsraten, die auch zu steigenden Zinsen führen. Das heißt, wir haben plötzlich ein ganz anderes Börsenumfeld als bis September vergangenen Jahres. Seit 6 Monaten ungefähr haben wir deutlich steigende Zinsen. Und das ist jetzt der entscheidende Satz und das ist der wichtigste Satz aus der heutigen Sendung, aus fundamentaler Seite. Natürlich, die Charttechniker haben da noch viele wichtigere Sachen. Bei steigenden US-Zinsen für 10-jährige US-Anleihen setzen Finanzprofis auf Value-Aktien und Zykliker. Value-Aktien und Zykliker. Also genau das Gegenteil, sie machen genau das Gegenteil als das, was sie in den vergangenen 10 Jahren gemacht haben. Ich will nur kurz sagen, Value-Aktien sind niedrig bewertete Aktien, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis, Dividendenrendite, all die Kennzahlen, die Sie alle kennen. Und Zykliker sind stark konjunkturabhängige Werte. Und wenn ich in diese steigende Zinsen habe, muss ich Value-Aktien kaufen, sprich niedrig bewertete Aktien, weil dann der Gedanke quasi ist, die haben noch Nachholpotenzial, Aufholpotenzial und Zykliker, weil die stark an der Konjunktur hängen und die steigenden Zinsen genau diese Konjunkturbelebung signalisieren. Und danach steht der weitere Satz, hingegen sind Growth-Aktien und defensive Aktien unter Druck. Das heißt, die Aktien, die in den vergangenen 10 Jahren gelaufen sind, die Growth-Aktien, die wachstumsstarken Aktien, gerade beim Umsatzwachstum, sprich die ganzen US-Technologie-Aktien, die sind nun plötzlich unter Druck. Ob es Apple ist, ob es Microsoft ist und so weiter, gerade eine Tesla. Und das ist eine Änderung im Börsenumfeld und das muss ich berücksichtigen. Und das Problem ist, dass diese Growth-Aktien so enorm hoch gewichtet sind im S&P 500. Wenn Sie mal gucken, die 5 Schwergewichte aus dem S&P 500, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon und die Google-Mutter Alphabet, das machen 22% des Indexgewichts des S&P 500 aus. Mhm. Und wenn jetzt alle Leute in die Value-Aktien und Zykliker reingehen und sprich, sie verkaufen die Growth-Aktien und die defensiven Aktien, also Unternehmen, die nicht so stark an der Konjunktur hängen, wie Gesundheit und Telekom und so weiter, dann bringe ich den Markt unter Druck. Und umso bemerkenswerter, wie gesagt, ich komme dann immer drauf, umso bemerkenswerter finde ich, dass der S&P 500 und der DAX im Endeffekt trotzdem so knapp unter dem Rekord hoch
notieren. Und wenn Sie mal gucken, in den vergangenen 3 Monaten sind die 2 Indizes, wird mir der Rüdiger bestimmt zustimmen, im Endeffekt 1:1 gelaufen. Die absolut gleiche Entwicklung nach oben. Das heißt, der Markt sagt, ich will nach oben. Und darum bitte ich auch immer die Teilnehmer in der Sendung zu gucken, laufen Value-Aktien oder Growth-Aktien besser? Auch da gibt es einen Link, habe ich, glaube ich, in den vergangenen Monaten zahlreichen Lesern geschickt oder Teilnehmern, Zuschauern der Sendung geschickt, damit die einfach wissen, weil wenn der Markt plötzlich jetzt ganz anders reagiert, ganz andere Werte gefragt sind, wie Value-Aktien und Zyklik, dann muss ich ganz anders traden. Mhm. Wenn Sie diesen Schritt nicht machen und sagen, ich will jetzt aber unbedingt eine Telekom haben und ich will eine Fresenius haben und ich will vielleicht noch E.ON haben oder was, also all die defensiven Werte, ja, dann hinken Sie den Markt hinterher, dann haben Sie Probleme. Und Sie müssen es genau umgekehrt machen. Was machen die Zinsen und dann Value-Aktien und Zykliker? Bitte, Volker. Egmont, wir tun es ja immer leid, dann euch zu unterbrechen, weil viele wichtige Informationen, aber immer noch der Hinweis, euch gibt es jede Woche. Wir kommen hier bei dem Webinar aber nicht umhin, um einen Basiswert zu reden, den viele investiert sind. Traditionell neben dem DAX ist es Gold. Harry, Gold ist auch in unserer Sendung Ordnung mit Harry immer ein Thema. Nun haben wir gesehen, Gold heute kräftig unter Druck. Und wenn wir mal den Chart, Harry, wenn du den aufrufen kannst, dann gib Frau Jakob mal rüber an den Harald Weigand. Dann schauen wir uns mal den Goldchart an. Und Harry, was ist von dem Rückgang dem heutigen zu halten und hat es Konsequenzen? Letztendlich ist er Teil der seit August vergangenen Jahres laufenden Korrektur. Jetzt muss ich mal schauen. So, dieses Fenster zur Seite. So, genau. Und diese seit August laufende Korrektur, die hat bisher eine bullische Struktur, eine bullische Morphologie. Das heißt, sie selbst bereits impliziert einen Folgeanstieg. Bloß die Fragestellung für den aktiveren Anleger ist die, wie weit extensiert sich das jetzt preislich noch nach unten? Ausgangspunkt der Korrektur ist das ehemalige Allzeithoch, das im Jahr 2011 markiert wurde, bei knapp 1920 US-Dollar pro Feinunze. Und das ist nicht untypisch, dass in dem Bereich solcher markanter Preismarken Korrekturen beginnen. Und ich habe jetzt einfach mal, jetzt gehen wir in das, zoomen wir hier in das Kursgeschehen mal rein, das mal aufgezeigt, hier seit 6. August diese Korrektur. Ich halte da die Füße still, beziehungsweise wir in der Sendung. Solange der Goldpreis hier innerhalb dieses Abwärtstrendkanals sich bewegt, ist er in diesen intakten Abwärtstrend und dürfte weiter abwerten. Auf der anderen Seite ist es jetzt für mich wichtig, die entscheidenden Widerstände, die entscheidenden Barrieren nach oben zu finden. Und wir haben hier ausgemacht die 1873er Marke, also 1860, 1873. Alles, was sich darunter abspielt, das bewerte ich noch als Korrekturmodus. Gelingt ein Anstieg über, und das deutet dieser blaue Prognosepfeil an, ein Anstieg über diese Preismarke, dann haben wir das erste Kaufsignal vorliegen. Also ich würde, die Absicht aus heutiger Sicht ist die, bei Überwinden dieser Preismarke von 1880 US-Dollar hier eine Long-Position aufzubauen. Und ich kann hier einfach den Kursalarm reinstellen, krieg in eine Mail zugeschickt, wenn es soweit ist, dann muss ich nicht täglich drauf schauen. Ansonsten, das kann sich noch fortsetzen. Die Struktur aber dieser Korrektur, die ist bullisch. Und was hat das zu bedeuten, frage ich mich. Das hat zu bedeuten, kommen wir nochmal zu den Renditen. Wir sehen einen rasanten Renditeanstieg, ja, aber im Kontext eines zigjährigen Abwärtstrends. Über Dekaden geht es letztendlich runter mit den Renditen. Die Staatsanleihen seit Dekaden, die Treasuries und die, die Long Bonds steigen seit Dekaden. Das heißt, ich bewerte das hier lediglich als eine temporäre Erholung, einen temporären Anstieg bei den Renditen, weil die Mehrzahl der Basiswerte, der wichtigen
Basiswerte, die hier eine Rolle spielen, unter anderem der Goldpreis, die ich bewerte, zeigen hier, also ich erwarte im Goldpreis noch deutlich weiter steigende Notierungen nach oben. Ja. Und wobei, also Rüdiger, kommt noch die Einschätzung hinzu. Ja. Hallo? Wobei aus fundamentaler, auf fundamentaler ja. Sicht, ich habe mich ja oft in der Sendung schon als Gold-Fan geäußert, das kurzfristige Umfeld aus fundamentaler Sicht ist natürlich schwierig, weil die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen steigen, also das bedeutet natürlich deutlichen Gegenwind für den Goldpreis. Auf der anderen Seite steigen auch die Realzinsen in den USA, also wenn ich von den Nominalzinsen die Inflationsrate abzähle, die sind auch in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen und das ist ja üblicherweise ein starker Signalgeber für den Goldpreis. Auch das belastet den Goldpreis deutlich. Plus wir haben die Rekordfahrt am Aktienmarkt beim S&P 500, wo sich dann jeder Investor sagt, wozu brauche ich dann eigentlich Gold? Und das Einzige, was den Goldpreis stützt, ist natürlich der Dollar. Wenn Sie mal gucken, der Dollarindex in der Nähe des 5-Jahres-Tiefs könnte meiner Meinung nach relativ bald nach unten ausbrechen. Und das ist der einzige Faktor, der den Goldpreis stützt. Aber insgesamt gerade dieser kräftige Zinsanstieg, das belastet natürlich den Goldpreis. Und auch wenn ich Gold-Fan bin, gehe ich davon aus, dass es kurzfristig durchaus noch der Abwärtstrend anhält. Und man muss das alles genau beobachten. Bitte. Ja, Rüdiger, dein Schweigen habe ich jetzt als Zustimmung für die charttechnische Prognose von Harry gedeutet. Ist das richtig oder? Ja, also im wesentlichen Punkten auf jeden Fall. Die Abwärtsbewegung sehen wir auch als ein klar korrektives Verhaltensmuster, wenn es nach unten korrigiert. Der Trend geht ja immer in die Gegenrichtung der Korrektur sozusagen. Dann müsste es eigentlich nach oben nochmal weitergehen. Da auf der Oberseite sich triggern zu lassen, ist durchaus clever. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wo man da rein kann. Ich versuche natürlich immer etwas auf der unteren Seite oder dann natürlich im großen Bild dann auf der Oberseite dann gegebenenfalls aber auf das kleinere Bild zu wechseln. Ich persönlich, nachdem der Markt jetzt hier an dieser Unterstützung zwar einmal kurz abgeprallt war, also die Unterseite sozusagen, wo der Kurs jetzt da gerade so halbwegs festhängt, das ist eine ziemlich fette Unterstützung aus vielen Fibonacci-Marken. Ich bin Fibonacci-Liebhaber beispielsweise. Da gab es eine ganze Menge, wir sagen Cluster dazu und das hat ein bisschen gehalten, aber der Markt hat das nicht umsetzen können. Er hat also nur so ein bisschen sich entfernt und wer jetzt einen kurzen Long gemacht hat, der hat dann vielleicht plus minus null oder mit einem kleinen Gewinn oder Verlust eben wieder geschlossen, weil der Markt das nicht eben fortgesetzt hat. Im Gegenteil, ich gehe auch eher davon aus, dass wir aktuell nochmal tiefer gehen, vielleicht so um die 1700er Marke beispielsweise. Das ist jetzt eine, wo wieder ein bisschen Unterstützung wieder auftritt, auch wieder Fibonacci, ist ein bisschen der Trendkanal, den wir da so drin haben. Also das ist aber nur geraten, dass diese Marke jetzt exakt angesteuert wird. Das weiß man natürlich im Vorhinein nicht. Spricht aber nicht dafür, jetzt auf den Kaufknopf zu drücken, sondern da eben entsprechend noch ein bisschen abzuwarten. Also fundamental kann ich das nachvollziehen, was Egmont gerade gesagt hat. Absolut, also das spricht eigentlich gar nicht so sehr dafür, dass die Sorge jetzt da doch steigt, auch Tapering oder die Rücknahme des Geldes so ein bisschen, was immer mehr besprochen wird, was früher überhaupt gar kein Thema war, aber immer mehr Fed-Lokalchefs, sage ich mal, Fed Atlanta, Fed Dallas, deuten solche Sachen an. Das sind alles nicht die besten Voraussetzungen dafür, dass Gold steigt, aber noch sehen es die Marktteilnehmer nicht so kritisch, als dass sie echte dramatische Verkaufssignale bieten, sondern nur so lokale von wegen, jetzt noch nicht, warte noch mal, der jetzt noch drin ist, vielleicht ein bisschen rausgehen oder nochmal shorten vielleicht, wenn man kann. Ja, umso bemerkenswerter finde ich, während der Goldpreis auf Talfahrt ist, ungefähr acht Monats tief, dass gerade Rohstoffe wie Öl und wenn Sie sich die ganzen Agrarrohstoffe anschauen, am Mehrjahreshoch sind, Kupfer im Endeffekt in der Nähe des Rekordhochs und so weiter, Ölpreis in der Nähe des, was weiß ich, 6-7 Jahreshoch, und das finde ich, 52 Wochenhochs, das finde ich bemerkenswert. Und das signalisiert auch gerade diesen Reflationsrate, dieser Anstieg der Inflation, Belebung der Weltwirtschaft, steigende Nachfrage nach Öl plus Abwertung des Dollars. Und da haben wir einfach ein ganz anderes Umfeld. Und wenn man dann sieht, der Ölpreis, egal was die Nachrichten sind, der korrigiert auch mal
2 oder 3%, klar. Aber dann am Ende des Tages sagen sie, okay, jetzt kommt dieses Konjunkturprogramm in den USA, plus die Fed druckt weiter die 120 Milliarden Dollar pro Monat und die ganzen Impfprogramme. Das heißt, die Konjunktur wird sich ab Sommer beleben und dann läuft der Ölpreis und dann geht es einfach wieder nach oben. Das finde ich bemerkenswert. Und auch Kupfer und so weiter, also all die anderen Sachen, die Rohstoffe, die klar nach oben wollen. Und bemerkenswert, wenn wir vielleicht noch ganz kurz bei den Edelmetallen bleiben wollen, dass im Gegensatz zum Goldpreis, der Silberpreis sich bemerkenswert gut hält. Denkt, da bist du auch der absoluten Gleichmeinung, Rüdiger, vielleicht. 28 Dollar einfach, weil unterschiedliche Silber ist halt einfach nicht so, wird von vielen Investoren nicht so als Edelmetall gesehen, sondern auch als Industriemetall, weil ja 50% der Nachfrage, der physischen Nachfrage nach Silber kommt ja aus Industrieanwendung, wie jetzt aus dem Solarbereich und so weiter. Und dementsprechend läuft da der große Bruder im Gegensatz zum Goldpreis nach oben. Und das finde ich auch absolut bemerkenswert. Bitte. Ja, ein Hinweis auch, was über all die Basiswerte, über die wir reden, ob das dann DAX ist oder auch die ganzen Edelmetalle, gibt es Anlage und auch Hebelprodukte von BNP Paribas, also etwas für konservative oder auch für spekulative Anlage, das sei nur nebenher, war gesagt. Wir haben in den Sendungen, in den drei Sendungen auch immer wieder Fragen, die wir während den Sendungen schon beantworten. Jetzt frage ich mal Frau Jakob, ob wir mit den Fragen, die hier in dem Webinar kommen, ob wir starten sollten oder wollen die Leute einfach nichts wissen? Doch, die Leute wollen einiges wissen, Herr Meine. Gut, dass Sie es ansprechen. Und dann greife ich auch direkt das Thema mit den Sendungen auf. Es wurde mehrfach nachgefragt, wann denn nochmal genau die Sendungen stattfinden und wie die Leute das finden können. Ja, das können wir doch gleich den Egmont, den Slide hier mal zeigen. Das ist nochmal in der Übersicht. Also Montag, Dienstag, Mittwoch und das jede Woche. Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, die Rendezvous mit Harry. Harry kann das bestätigen, machen wir seit Mitte 2013 jeden Montag. Wir saßen also auch schon einen Heiligabend hier zusammen, der Harry und ich, und haben eine Kerze angemacht. Hier sind die Termine noch einmal. Und damit man sich das gut merken kann, sind die Anmeldungen einfach über den Namen der Sendung, also rendezvous-mit-harry.de, euer-egmont.de und bornakademie.de. Alles gebündelt auf bnp.de, das ist BNP Paribas. Und das hier jede Woche ausführlich, natürlich kostenfrei. Und dann können wir und werden da auch immer wieder auf detaillierter eingehen. Frau Jakob. Vielen Dank. Und nun kommen wir zur nächsten Frage, wie Sie denn die aktuelle Lage vom Nasdaq 100 einschätzen? Von der Charttechnik oder von der fundamentalen Seite ist das nochmal, ich vermute mal eher die Charttechnik, oder? Wurde nicht genauer nachgefragt. Dann Harry oder Rüdiger, ich überlasse es euch. Ich wäre bereit. Ich bräuchte aber einen Chart. Dann alle rüber, bitte Frau Jakob, zu Rüdiger. Dann schauen wir uns kurz den Chart an. Endlich. Voilà, so schnell geht das. So, ihr müsstet jetzt wieder den Chart sehen. Das ist in dem Fall der Nasdaq 100, aber gemessen am Future-Kontrakt. Also wer etwas abweichende Werte hat, da nicht wundern. Aber ich mag den ganz gerne, weil das eigentlich so dieses... Also wir haben wieder vier Charts, Rüdiger, das ist immer ein bisschen verwirrend, welcher der vier jetzt da eigentlich der Nasdaq ist. Alles vier ist der Nasdaq, das ist das Schöne bei mir. Vielleicht ist das mal gut zu sagen. Dann sucht man sich jetzt irgendeinen raus hier. Oder? Nein, also ich habe bei mir immer alles vierfache und zwar einmal im Übergeordneten. Ich mache es mal einmal, zeige ich das mal ganz kurz. Dann sieht man den Überblick der ganzen Bewegung, also wo kam das Ding dann tatsächlich her. Und hier sieht man ganz unten rechts dann im 5-Minuten-Chart, was hat er denn jetzt heute Nachmittag vor? Was kann er denn oder was kann er nicht? Aber was ich zeigen will, kann man ganz gut im Stundenchart zeigen. Deshalb mache ich den jetzt mal ein bisschen größer. Und dann bin ich im Moment alles andere als erpicht, hier auf der Long-Seite zu sein, denn wir haben hier die starke Seite nach unten und dann eben solche Wackelbewegungen. Das haben wir hier im Großen ebenfalls wieder. Harry hat es eben schön gesagt, das ist quasi eben nicht das Zeichen eines bullischen Marktes, sondern der zeigt eben in dem Fall, die starke Seite ist die abwärtsgerichtete und also er hat es bei Gold erklärt, aber dass wir eben da sehr drauf Wert legen, welche Seite ist die, wie kräftig ist und welche nicht. Und das ist recht einfach zu erkennen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir hier weiter auf der Abwärtsseite sind. Und das ist jetzt das Interessante. Solche Bewegungen, die so stark eben nach unten gehen, die schreien förmlich danach, dass danach eine etwas größere Korrektur vielleicht kommt und dann diese Bewegung gegebenenfalls nochmal. Also
Das ist kein Must-Have, aber das ist etwas sehr, sehr Typisches, dass so die Bewegung, wenn wir eine haben, ich zeige hier mal eine im positiven Bild, wenn wir eine starke Bewegung nach oben haben und anschließend so eine klassische ABC, ich schiebe das jetzt mal hier zur Seite, damit man das nochmal klar sehen kann, also so eine starke nach oben, was Wackeliges nach unten, dann ist der Teil, den wir vorne haben, sehr gerne eben die nächste Bewegungsrichtung. Das darf mehr sein als diese 1:1-Projektion, aber das ist eine ganz gute Orientierung, einfach um so ein bisschen zu gucken, wohin kann das Ganze denn mal überhaupt gehen, lohnt sich der Trade überhaupt oder ist es zu waghalsig? Das ist natürlich keine 100% Chance, dass es exakt so ist, aber der Markt ist eben, das Traden ist das Arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten und die Wahrscheinlichkeiten für dieses Szenario sind so aus meiner Sicht attraktiv, dass man das durchaus nutzen kann und die sprechen aktuell für den Markt. Interessanterweise, obwohl wir eben noch positiv über den DAX gesprochen haben oder da Chancen sehen, aber noch sind sie ja nicht getriggert, also noch kein Grund zum Frohlocken. Aber hier sieht es jetzt aktuell tatsächlich mehr auf der Abwärtsseite aus. Und das passt ja zu dem Fundamental, was Egmont gesagt hat, dass er sagt, haha, Moment, da findet gerade ein Wechsel statt. Wir haben es gesehen, der Dow ist gestern wie wild nach oben geschossen. Also hier mit durchaus Schwung nach oben. Jetzt kommt der auch wieder ein bisschen zurück. Der wird sich auch nicht gänzlich gegen den Markt stellen. Aber so diesen Wechsel, man sieht, wie schön das Hand in Hand geht und jeder mit seiner Lieblingsargumentation da seine Wege findet im Markt. Genau, und aus fundamentaler Sicht stimme ich dir natürlich absolut überein, weil in dem Nasdaq 100 sind halt einfach die ganzen Growth-Aktien, wie du selbst gesagt hast, die ganzen Growth-Aktien drin, die einfach derzeit in der Börse nicht so sehr gefragt sind. Deswegen ist der Nasdaq insgesamt oder beziehungsweise der Nasdaq 100 natürlich unter Druck und läuft dann entsprechend deutlich schwächer als der S&P 500. Also der Markt macht im Endeffekt genau das, was die Zinsen sagen, eigentlich genau das, was man erwarten würde. Bitte, Volker. Ja, ich gebe gleich den Ball weiter an Frau Jakob an die nächste Frage. Genau, das wäre dann auch schon die letzte Frage für heute Abend. Und zwar schreibt der Zuschauer, es wird immer wieder von Inflationsgefahr gesprochen in Kombination mit Risiken für die Börse. Wo fließt denn dieses Geld dann hin? Beziehungsweise ist es nicht eigentlich gerade positiv für die Börse, wenn eine Inflation droht? Ja, das ist prädestiniert Egmont, würde ich sagen, oder? Ja. Die Inflation ist an sich ja positiv für die Börse oder die viele Investoren warten ja da eigentlich schon länger drauf, weil natürlich in einem Umfeld, wo ich steigende Preise durchsetzen kann, sich natürlich die Lage für die ganzen Unternehmen und so weiter verbessert, wenn die einfach höhere Preise durchsetzen können bei den Kunden. Das Problem ist natürlich dieser zu dynamische Anstieg. Und dann befürchten natürlich viele Investoren, dass dieser Zinsanstieg vom Anleihenmarkt, sprich vom Markt für Staatsanleihen, auf die Unternehmensanleihen überschwappt und dann die Zinsen für Unternehmen steigen, als auch für die Verbraucher. Und ich hatte ja vorhin gesagt, dass alles so hoch verschuldet ist in den USA. Die US-Wirtschaft hat ja insgesamt 80 Billionen Dollar Schulden, also wenn man Staat, private Haushalte und Unternehmen zusammenrechnet und dann führt jeder kleine Zinsanstieg, dämpft die Wirtschaft enorm und dann macht dieser gewaltige Zinsanstieg, den ich Ihnen vorher gerechnet habe, belastet die Wirtschaft. Das heißt, entscheidend ist jetzt, dass Paul und all seine Kollegen, Brenard und Bullard und so weiter in den nächsten Tagen rauskommen, die Chefs der einzelnen regionalen Notenbanken, dass sie einfach sagen, wir werden alles tun, um diesen Zinsanstieg schnell zu begrenzen, um den zu dämpfen, mit welchen Maßnahmen auch immer, sei es Kontrolle der Zinsstrukturkurve und so weiter. Auch das besprechen wir öfters in der Sendung. Mit diesen Maßnahmen den Zinsanstieg relativ schnell abbremsen und danach beruhigt sich meiner Meinung nach die Lage relativ schnell. Also wie gesagt, es hängt einfach davon ab, dass die Märkte das klare Signal bekommen vom Paul, wir werden einen kräftigen Zinsanstieg verhindern. Darauf kommt es an und das sagt er bei jeder Rede und umso bemerkenswert ist, dass der Markt trotzdem immer spekuliert, ihn dazu zu bewegen, jetzt, dass er mal was Konkretes sagt oder ein konkretes Handeln eigentlich auch mal jetzt da verabschiedet. Aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen warten. Aber je dramatischer die Lage ist, je schneller die Zinsen nach oben schießen, umso schneller wird die Fed eingreifen und sagen, wir machen irgendwas, um die Zinsen nach unten zu bewegen. Und wenn Powell das sagt, ich glaube, danach wird es an der Börse wieder deutlich nach oben gehen. Bitte. Ich denke, Frau Jakob, wir kommen wahrscheinlich zum Ende, wenn ich das so richtig verstanden habe mit der letzten Frage. Dann sage ich nochmal Danke an Rüdiger Born, an Egmont Heidt und natürlich auch an Harald Weigand. Fand ich sehr spannend, auch tut mir leid, dass wir natürlich nicht überall in die Tiefe gehen könnten. Aber dafür, Egmont, zeig mir nochmal den Slide vielleicht, ja, wenn wir da mal kurz an Egmont Heidt rübergeben können, dass wir noch einmal diese drei Termine, diese drei Sendungen, wie wir sie immer bei BNP Paribas
nennen. Sie können sie alle auf bnp.de unter Service auch noch einmal finden. Die Sendung montags, dienstags und mittwochs. Also die nächste ist dann wieder am kommenden Montag. Dann im Übrigen freue ich mich mit Harry, dass wir Cordula Lukas, genannt Tippi in der Szene, einen interessanten Special Guest, das haben wir immer zum ersten Montag des Monats, ein Special Guest dabei, am kommenden Montag, also 19 Uhr, freue mich schon. Und danke an alle und ich gebe zurück an Frau Jakob. Ich sage ebenfalls vielen Dank an Sie, meine Herren. Vielen Dank für Ihren Vortrag und die Beantwortung der Fragen in der Fragerunde. Bevor wir noch zu einem kleinen abschließenden Fazit von Ihnen kommen, möchte ich Sie, liebe Seminarteilnehmer, noch darauf hinweisen, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Einen entsprechenden Artikel mit dem Live-Mitschnitt gibt es in der Regel noch im Laufe des Abends auf der Startseite von Finanzen.net und den Link bekommen Sie wie immer auch per E-Mail zugeschickt. So, meine Herren, ich würde Sie doch mal so mein kleines Fazit für heute Abend bitten. Herr Meinl, Sie hatten ja gerade noch mal alles sehr schön zusammengefasst. Gibt es sonst noch was, was Sie unseren Zuschauern gerne mit auf den Weg geben möchten? Nee, also die Sendung hieß ja Charttechnik versus Fundamental, wobei es klar ist, dass beides parallel lebt und auch bedeutsam ist. Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis noch einmal. Und interessant fand ich jetzt in dieser Stunde auch, wie doch viel Egmont auch den charttechnischen Prognosen von der fundamentalen Seite zugestimmt hat. Also es scheint sich einige Parallelen zu geben. Das fand ich ganz spannend und ich freue mich, wenn Sie natürlich bei der einen oder anderen Sendung, die wir vom BNP Paribas machen, mit diesen drei Super-Experten und dabei sind. Und ja, das wäre mein Fazit und fand es toll. Vielen Dank. Und Herr Halb, was möchten Sie unseren Zuschauern noch mit in den Abend geben? Ich möchte den Zuschauern nochmal sagen, schauen Sie sich regelmäßig, gerade wenn Sie traden, die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen an. Man kann durchaus davon ausgehen, dass die Zinsen weiter steigen. Aber ich gehe davon aus, dass Paul und seine Kollegen alles tun werden. Heute haben wir auch EZB-Chefin Lagarde und so weiter in den vergangenen Tagen gesehen, die auch versuchen, wieder die Zinsen nach unten zu reden. Und ich gehe fest davon aus, dass die Notenbanker versuchen, die Zinsen wieder nach unten zu bringen. Und dann sollte eigentlich die Börsen, der Aufschwung an den Börsen trotz der hohen Bewertung weitergehen, meiner Meinung nach. Bitte. Dankeschön, Herr Born. Wie fällt denn Ihr Fazit zum heutigen Abend aus? Also ich fand es klasse, dass wir über Charts und Fundamental gesprochen haben, auch wenn ich mich jetzt in einer Stelle mehr verorte, aber es zeigt, wie schön das Ganze doch Hand in Hand geht. Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat, nutzt das Ganze, guckt euch das an, was euch mehr liegt, wenn ihr sagt, ah, ich fühle mich dort eher wohl oder dort. Ich finde es schön, wenn man sich mit der Börse beschäftigt. Es ist Hobby und Beruf für mich und insofern freue ich mich, wenn es anderen auch so geht. Deshalb bleibt am Ball, es ist spannend, es macht Spaß. Und kann auch durchaus lukrativ sein. Also in dem Sinne freue ich mich, wenn ihr bei einer der Sendungen in Kürze dann häufiger mit dabei seid. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Und zu guter Letzt, Herr Weigand, möchten Sie auch noch ein paar Worte sagen? Ich schließe mich den Kollegen an. Mir hat das sehr gut gefallen heute, dieser Schlagabtausch. Und ich sehe das ähnlich, dass letztendlich Fundamentals und Charttechnik Hand in Hand gehen, dass man die Ergebnisse beider Analysemethoden kombinieren kann, abgleichen kann. Und ja, jeder Anleger muss sich in seinem Anlegerleben orientieren, muss schauen, was für ihn richtig ist, was für ein Anlegertyp er ist. Und hier hat er Möglichkeiten gehabt, das waren im Großen eigentlich zwei Anlagertypen. Einmal der Investor, etwas längerfristig ausgerichtete Anleger und auf der anderen Seite die etwas aktiveren. Rüdiger und ich. Und ja, anmelden, registrieren und sich diese Sendung zu Gemüte führen. Vielen Dank an Sie vier. Ich finde ebenfalls, dass das ein sehr kurzweiliges Seminar war, da die aktuelle Situation an der Börse aus meiner Sicht ein wirklich spannendes Thema ist. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch. Wiederschauen. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Sie waren ein sehr interessiertes Publikum. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und natürlich viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Ciao, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.